So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich wollte ein paar Kommentare kommentieren, die mir zu kompliziert zum Erklären sind, um das einfach per YouTube-Kommentar zu machen, also per Antwort auf eben entsprechend den Kommentarpost. Und da dachte ich, ich könnte ja mal wieder ein Kommentare-Kommentier-Video machen. Das ist für mich auch nicht viel Arbeit. Ich musste mich nur schnell rausschneiden, kurz in den Wald latschen und quatsch das jetzt runter. Es ist eine bisschen willkürliche Auswahl. Die Sachen, die ich interessant fand, die einer längeren Antwort bedürfen, habe ich jetzt rausgesucht. Es war noch ein sehr, sehr, sehr ausführlicher Kommentar dabei. Der ist auch hervorragend. Zur generellen Frage, was passiert eigentlich mit dem ganzen Holz, das jetzt überall anfällt? So grob, ja. Es ist schwierig, jetzt genau dem ganzen Kommentar eine Überschrift zu geben für mich. Aber der ist sehr, sehr, sehr fett. Ich habe den deswegen jetzt hier nicht drin, weil der so fett ist. Wenn ich den vorlese, dann sitzen wir morgen noch hier gefühlt. Und da sind so viele Teilaspekte drin, das wäre ein eigenes Video im Grunde. Aber es ist richtig, nur wer vielleicht unter das Video guckt und den meist gedaumenhochsten Kommentar, tolles Wort, gedaumenhochsten, Kommentar eben entsprechend zur Kenntnis nehmen mag. Nicht, dass ich dagegen irgendwas auszusetzen hätte. Ja, gar nicht. Überhaupt nicht. Und das ist auch tatsächlich eine Sache, die ich noch nicht damit thematisiert habe. Das Problem mit dem, wohin mit dem ganzen Holz, ne? Und den damit zusammenhängenden eben Folgen, die das auch für den Wald haben kann. Ich habe schon oft angesprochen auf meinen Exkursionen. Deswegen kommt es mir so vor, als hätte ich das schon 17.000 Mal besprochen, gefühlt. Aber nee, habe ich nicht. Also jedenfalls nicht auf Videobasis. Also von daher, ja, aber das ist ein ganz eigenes Thema. Das mache ich nochmal irgendwann separat. So, und jetzt habe ich mir hier, wie gesagt, willkürlich ein paar Kommentärchen rausgesucht. Die sind alle so irgendwas um einen Tag alt. Teilweise auch noch etwas jünger. Und werde sie jetzt einfach mal mit den einfachen, kurzen anfangen und dann die größeren und in dieser Reihenfolge mal durchgehen. Heute leider ohne Papier, sondern mit bösen technischen Gerät. Immer alles ausdrucken ist auch, ne, aus nachvollziehbaren Gründen nicht immer ganz praktisch und deswegen. Aber normalerweise habe ich eigentlich gerne Zettel, wenn ich mit sowas hantiere. So, The Raven möchte gerne wissen, wenn die größten Fichten sterben, wie groß sind dann die Überlebenschancen für den Nachwuchs? Müsste die nicht relativ schnell eingehen, schon wegen der Wurzeltiefe? So, und da muss man jetzt sagen, ja, schon, aber das kann man ja eigentlich im Grunde auf jede dieser Fragen, die ich mir jetzt daraus gepickt habe, antworten. Grundsätzlich ist es ja so, insbesondere wenn wir uns jetzt im Fichtenreinbestand befinden und der ist jetzt komplett abgestorben wegen Borkenkäfer, wenn dann noch junge Fichtelchen drunter stehen. Man könnte doch meinen, wenn Trockenheitsstress für den Stress der Fichte verantwortlich ist, der die Fichte so empfindlich für den Borkenkäfer sein lässt, dann müsste doch eine kleine Fichte mit einer super, super, super kurzen Wurzel noch eher unter Trockenstress leiden. So, und was wir feststellen ist, dass auf jeden Fall verschiedene forstliche Anpflanzungen, also Jungpflanzen, gestorben sind 18, 19 aufgrund eben von Trockenstress. Die Jungpflanze hat meistens gar nicht so sehr das Problem mit dem Fraß durch Krankheitserreger, also zum Beispiel durch irgendwelche Käfer oder sonst wie. Eine junge Fichte wird vom Borkenkäfer auch nicht befallen, der geht erst ab einer bestimmten Dicke an die Dinger ran. Vorher lohnt sich's für ihn einfach schlicht und ergreifend nicht. Das ist die einzige Erklärung, die man sich da so überlegen kann. Vielleicht sind die Jungen auch meistens noch zu vital. Es ist so, je älter ein Baum wird, desto größer wird natürlich seine potenzielle Laubfläche, desto mehr Zellen muss er versorgen, desto mehr Biomasse muss er versorgen und desto mehr Wasser braucht er letztendlich. Damit hat er auch als alter und großer Baum im Regelfall eine ebenfalls alte und große Wurzel, die potenziell natürlich schon in der Lage ist, jede Menge Wasser aufzunehmen, aber die Notwendigkeit vom Vorhandensein von jeder Menge Wasser, also die nötige Massenmenge, die zwar aufgenommen werden kann, muss aber halt eben auch da sein. Und da ist die Notwendigkeit, dass diese Wassermenge hoch ist, entsprechend höher als bei einem sehr jungen Baum. Ein sehr junger Baum hat durch seine kleine Wurzel nicht die Möglichkeit, riesige Mengen Wasser aufzunehmen, aber er braucht auch nicht riesige Mengen Wasser. Soll heißen, wenn die Situation sehr, sehr angespannt ist und nur noch sehr, sehr, sehr wenig Wasser verfügbar ist und man, egal wie groß die Wurzel ist, die man so hat, nur sehr, sehr wenig Wasser aufnehmen kann, dann kann es auch schon mal, je nach Situation, das ist wirklich individuell, relativ unterschiedlich, kommt darauf an, wo man gerade steht, beziehungsweise wo man gerade wächst als Baum, kann es schon von Vorteil sein, eher jung zu sein. Ich weiß nicht, ob das in diesem Zusammenhang
unbedingt kausal ist, aber es ist zumindest schon mal eine gewisse Korrelation vorhanden zwischen der Tatsache, dass wir betrachten können, dass der Nadelverlust seit 1984 bis heute bei Laub- und Nadelbäumen grundsätzlich zugenommen hat. Und zweitens müssen wir feststellen, bei den älteren Bäumen hat er stärker zugenommen als bei den jüngeren Bäumen. Wenn wir, aber das ist jetzt noch lange nicht gesagt und das ist eine starke, starke Vereinfachung, aber könnte vielleicht einfach so als kleines bisschen Indiz in diese Richtung gewertet werden, vielleicht, man muss mal ganz vorsichtig sein, ganz vorsichtig, aber ich möchte es einfach trotzdem nennen, uns das nochmal in den Hinterkopf rufen, dann stellen wir eben fest, je älter der Baum, desto sensibler reagiert er auf die Waldsituation seit 1984. Ja? Das ist so eine Kausalität, eine Korrelation, Entschuldigung, die schon im Raum steht und die steht auch deutschlandweit im Raum. Und das ist jetzt nichts, was irgendwie bundeslandspezifisch wäre, was man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten kann. Und das würde sich ja decken mit der Theorie, dass vielleicht eher ein älterer Baum, der einfach einen sehr hohen Wasserbedarf hat, ein größeres Problem bei Trockenheit hat als so ein mittelalter Baum. Allerdings, jetzt geht es ja um einen ganz, ganz kleinen Baum. Und ein ganz, ganz kleiner Baum, insbesondere wenn er dann auf einer Freifläche steht, wo der Schirm der Altbäume fehlt, ja, also wo gar kein Dach durch die Kronen der alten Bäume drüber ist, dann trocknet so eine Freifläche natürlich sehr schnell aus. Sämtliches Wasser, was da aus dem Boden ausdampft, geht sofort hoch in die Atmosphäre, wird von nichts zurückgehalten, es bildet sich kein feuchtes Waldinnenklima und wir haben damit einfach eine höhere Austrocknung. Für Anpflanzungen, forstliche Anbauten auf Kahlfläche ansonsten. Ja, also sobald da was steht, ist es streng genommen keine Kahlfläche mehr. Aber da herrscht ein höheres Aussterberisiko bzw. Absterberisiko genau genommen. Ne? Im Fall der Fichte kann man ja fast schon von Aussterberisiko entsprechend sprechen. Für natürlich die Berge die tieferen Berge und eben das planare Hügelland, wo es nun wirklich überhaupt nichts zu suchen hat. Planar ist zu viel. Collin wäre die entsprechende Höhenstufe. Also so leichte Hügelchen, was der geneigte Norddeutsche gegebenenfalls schon als Berg ansieht, was ja auch in Ordnung ist, völlig okay, aber was eigentlich nur so ein leichtes Hügelland ist. Ja, und gerade da muss man sich eben dann auch tatsächlich große Sorgen um eben vor allen Dingen auch die Verjüngung der Fichte machen, weil da Fichte ja selten derzeit einzeln, hier mal ein Baum, da mal ein Baum, wegstirbt, sondern meistens gleich ganz bestandesweise zusammenbricht und die Verjüngung dann auf Kahlfläche hochkommen müsste, hätten wir auf dieser Kahlfläche dann, und das hast du vollkommen richtig erkannt mit deinem Kommentar, noch schwierigere Bedingungen für die Jungpflanzen, sofern wir dann nicht ein paar nasse Jahre in Folge bekommen. Ja? Das ist ja auch nicht auszuschließen. Es ist auch derzeit für viele Leute nicht sehr realistisch und ich möchte mich da anschließen, dass ich das auch nicht glaube, aber sein kann es trotzdem, das weiß ja niemand. Eine korrekte Prognose ist schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betrifft. Und niemand hat behauptet, dass es zwingend jetzt nur noch Dürrejahre geben muss. Ne? Nur noch 18, 19 und dass 20 nochmal sowas wird und 21 wieder und so weiter. Das ist eher unwahrscheinlich, dass das immer so kommen wird. Sie werden zunehmen, das ist ziemlich sicher. Und damit muss man jetzt gucken, inwieweit da eine Anpassung stattfinden kann. 3 bis 4 gute Jahre, würde ich fast sagen, braucht eine forstliche Anpflanzung, um sicher in ein Alter zu wachsen, wo sie dann auch wieder ein schlechtes Jahr verhältnismäßig gut überstehen würde. Ja, es kommt natürlich wieder massiv auf den Standort an. Das ist so eine generelle Erkenntnis, die ich vielleicht auch noch mal kurz in den Raum schmeißen muss. Nur weil in einem Wald, und das gilt übrigens auch für den Wald, den ich mir jetzt im Video, was dieser Diskussion zugrunde liegt, angeschaut habe, nur weil in einem Wald irgendwas Bestimmtes festzustellen ist, muss das nicht zwingend so sein, dass das allgemein verallgemeinert werden muss auf alle Wälder. Beispiel, um jetzt mal die Frage damit zu beenden. Ja, das haben wir jetzt hoffentlich ausreichend behandelt. Nächster Punkt, das ist zwar keine Frage direkt, aber ich will es auch nochmal ansprechen. Jetzt habe ich da ja gesehen, in unserem Bannwald-Wilder See, dass der erstaunlich gut aussieht und man doch eigentlich einen toteren Wald erwarten würde, insbesondere wenn man gar nichts gegen den Borkenkäfer tut.
Aber, großes, großes, großes Aber. Bei aller Erstaunlichkeit und bei allem, was einem das an Hoffnung gibt und wie toll das ist, und das ist ja auch schön, darf man jetzt nicht den Fehler machen. Das habe ich vielleicht im Basisvideo nicht oft genug betont und auch nicht intensiv genug betont. Ich hatte es zwischen den Zeilen, glaube ich, mal drin. Zumindest nehme ich das so wahr. Aber Kommunikation ist ja immer so eine Sache. Ne? Der eine mag das so wahrnehmen, der andere so. Aber was wir halt nochmal ganz, ganz klar hervorheben müssen, nur weil das in diesem Wald, an dieser Stelle, auf dieser Höhenlage, in dieser Talmulde, bei den hohen Niederschlägen, die an diesem Ort herrschen, so ist, ja, kann man das nicht automatisch auf jeden anderen Fichtenwald, den man haben möchte, übertragen. Das ist generell immer bei Wald so. Also regelmäßige Zuschauer werden ähnliche Sätze von mir schon mal gehört haben. Auch wenn ich zum Beispiel sage, die Baumart XY kann man da und da und da anpflanzen und woanders wächst sie nicht. Und dann kommt irgendwer und hat ein Beispiel, wo Baumart XY halt doch noch woanders steht. Es geht um sinnvolle Anpflanzung. Ja? Dass die woanders eventuell auch noch wachsen kann. Aber sehr langsam, sehr kümmerlich, sehr unzuverlässig, mit einem hohen Sterberisiko in der frühen Jugend und ohne, dass man damit in irgendeiner Form wirtschaftlich nennenswert was anfangen kann. Das ist schon auch möglich, ja? Und das ist ein Problem. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel irgendeinen Fast-Urwald angucken und sagen, der ist sehr, 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 sehr klimastabil. Alle Fast-Urwälder müssen demzufolge sehr, sehr klimastabil sein. Das ist wie wenn man sich halt eben einen Mensch anguckt, der 80 Jahre lang Kettenraucher gewesen ist und es überlebt hat und sich immer noch großer Gesundheit erfreut. Dann müsste man daraus ja schließen, 80 Jahre Kettenraucher sein macht überhaupt nichts. Davon wirst du eher alt. So funktioniert die Sache halt eben nicht. Und das ist beim Wald genauso und das sind immer nur Einzelbeispiele. Im Fall vom Bannwald Wilder See natürlich ein sehr, sehr, sehr erfreuliches. Aber ich möchte mich davon distanzieren, dass man jetzt automatisch, nur weil hier jetzt die Natur eventuell besser gewesen ist, als auf dem Hang nebendran, der entsprechende Forst, da möchte ich mich sehr stark davon differenzieren, jetzt allgemein zu sagen, nichts tun ist immer die beste Lösung. Das habe ich auch im Video immer gesagt. Was wir im Hinterkopf behalten müssen, ist, wir brauchen ja halt eben nun mal immer noch einen Nutzwald. Und ich habe es auch im letzten Video, was ich gedreht habe, das ist jetzt auch eine Überschneidung gesagt, derzeit ist keine Alternative zu Nutzwald in Sicht. Auch nicht Hanf. Aha. Ich habe mich da letztes Mal schon drüber aufgeregt, das habt ihr noch gar nicht gesehen, deswegen, beziehungsweise das habe ich noch nicht veröffentlicht zum Zeitpunkt, wo ich das hier einspreche, deswegen weiß ich nicht, in welcher Reihenfolge das kommen wird. Aber Hanf ist nicht die Lösung, nicht Hanf allein. Ein kleiner Teil einer Entlastung, ja, aber nicht Hanf allein wird uns alle retten. Vielleicht macht das Problem etwas weniger deutlich, aber nein, ich gehöre nicht zu den Leuten, die sowas gerne konsumieren, auch wenn mir das gerne mal nachgesagt wird und ich fresse auch keine Pilze im Wald. Ich habe überhaupt kein großes Interesse an irgendwas, was mein Bewusstsein verändert. Ich bin mit meinem Bewusstsein ganz zufrieden, so wie es ist. Naja, jedenfalls, ansonsten darf da jeder gerne machen, was er möchte. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Überhaupt nicht. So. Wir kommen zur nächsten Frage. Die Tatsache mit dem, ja gut, der Wald hat jetzt Natur, ist naturbelassen und dem geht's gut, deshalb muss das bei allen Wäldern so sein. Ich möchte das als Peter-Wohleben-Effekt bezeichnen. Ja, Peter Wohleben, seinen Wald, so wie er ihn bewirtschaftet, sieht da toll aus und das ist ja auch so. Und das ist ein schöner Wald und da ist alles tippitoppi und so weiter und so fort. Aber das bedeutet nicht, und das ist der große, große Fehler, nur weil das bei dem so aussieht, kann man das nicht auf jeden beliebigen Wald in der Bundesrepublik übertragen. Deshalb ist auch die These falsch. Grundsätzlich, weil sie sich selber überlassen, dann geht es ihm besser. Stimmt nicht. Wir sehen eben unter anderem den Urwald vor den Toren der Stadt bei Saarbrücken, dass da auch Schädigungen vorhanden sind bei den Bäumen. Und der ist sehr, sehr, sehr naturbelassen. Wir sehen auch Schädigungen bei den Bäumen im Fast-Urwald des Hainich, bei den Buchen speziell. Wir sehen in Harzer Nationalpark, das ist sogar einer der, ich glaube, das ist sogar der älteste, oder der zweitälteste Deutschlands, wo der Wald wirklich schon sehr, sehr lange aus der Nutzung ist und auch in Zeiten der, sage ich mal, strategischen Nutzung des Brockens, wurde da forstlich kaum was gemacht und da sieht es schlimm aus, ja. Also noch erheblich schlimmer als bei uns am Bannwald Wilder See. Und das sind auch alles so Beispiele, wo man eigentlich sagen müsste, ja gut, wenn generell aus der Nutzung nehmen, dann ist toll. Der Bannwald Wilder See ist dahingehend ein Alleinstellungsmerkmal. Erstens liegt er klimatisch sehr positiv für Fichte. Also generell für jeden Baum, der trockenheitsgefährdet ist, ist dieser Talkessel eine gute Sache. Zweitens, das Ding ist schon sehr, 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 sehr alt.
Wälder, die so sehr, 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 sehr alt sind und sehr, 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 sehr lange aus der Nutzung, die haben wir so woanders gar nicht. Und es ist ein großer, großer Trugschluss, dass man jetzt, wenn man einen jungen Wald so aus der Nutzung nimmt, der von jetzt auf gleich, puff, Urwaldzustand, yes, jetzt ist der Wald stabil. Nö, der überlebt das gar nicht bis dahin. Vorher wird er vom Käfer aufgefressen, insbesondere wenn es sich um Fichtenwald handelt. Den jetzt einfach aus der Nutzung zu nehmen, ist vollkommen sinnlos, wenn man noch irgendwie den Wald erhalten möchte. Dann kann man ihn gleich genauso gut sofort absägen. Ja? Also das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns darauf verständigen können. Und ja, es gibt Beispiele, wo tatsächlich zu sehen ist, die Natur kriegt es irgendwie hin. Und selbstverständlich wird langfristig, wenn wir die Natur einfach machen lassen, sie schon irgendwas hinkriegen. Aber der wesentliche Unterschied, und damit muss ich mich auch nochmal auf einen Kommentar, der gleich noch kommt, schon mal vorbeziehen, besteht darin, dass es dann halt eben kein sinnvoll nutzbarer Wald ist, sondern nur irgendein Wald. Da kann man dann auch irgendwie theoretisch noch ein bisschen Holz rausholen, aber viel weniger aus einem sinnvoll nutzbaren Wald. Und auch die Vitalität des Waldes kann durch waldbauliche Maßnahmen sehr wohl gesteigert werden. Das Problem ist, dass viele Leute im Kopf haben, wenn es ums Thema Forstwirtschaft geht, dann bedeutet das, man Fichte in Monokultur. Das bedeutet das seit 40 Jahren nicht mehr. Es gibt noch einzelne Leute, die das tun. Das mögen auch nicht wenig sein. Aber in den letzten 10 Jahren hat der Fichtenbestand in Deutschland massiv abgenommen. Das ist eine extrem schnelle Entwicklung. Wir müssen nämlich auch jedes Mal, wenn wir über Wald sprechen, das sage ich auch oft, eben auch die forstliche Denkweise in unser Hirn so ein kleines bisschen reinbekommen. Und das bedeutet, wir denken in langen, langen Zeiträumen. Und da sind 10 Jahre. Ein Rückgang der Fichtenfläche um 1% in 10 Jahren wäre schon durchaus eine Leistung, die nicht toll ist, aber die 1% ist. 1% ist schon nicht wenig. Wir reden über die gesamtbundesdeutsche Waldfläche. Und wir sind bei, ich weiß es nicht auswendig, aber mindestens 5, 6, 7, 8, 9, 10%. Gerade insbesondere jetzt, wo massive Teile des Fichtenwaldes jetzt abgestorben sind und vermutlich größtenteils durch was anderes ersetzt werden werden, da kann man sehr stark davon ausgehen, dass der Fichtenanteil weiter zurückgehen wird. Also die Entwicklung weg von der Fichte, die ist schon da. Die kann man natürlich weiterhin fordern und man kann weiterhin wollen, dass das schneller geht. Aber Forstwirtschaft bedeutet nicht, wichtig, nicht automatisch nur Fichte pflanzen. Das war damals eine andere Zeit, als man Fichte gepflanzt hat. Es waren andere Bedingungen, es war eine ganz andere Situation. Das ist nicht 1:1 mit heute vergleichbar. Das ist, als würde man sich beschweren, dass der Höhlenmensch damals nicht schon Adidas-Turnschuhe getragen hat. Der Idiot, warum hat er keine Adidas-Turnschuhe getragen? Ha? Gab's halt nicht. Wusste man nicht. Hat man nicht machen können. So. Und es gab übrigens gute Gründe für den Anbau von Fichte, aber das führt jetzt zu weit. Ralf Händel. Händel heißt du, Entschuldigung, möchte gerne wissen, könnte es sein, dass unser Schwarzwald bald kahl wird? Nachdenksmiley, großes Augensmiley oder so ähnlich. Ich weiß ja nicht, wie die jeweils heißen. Nö, bald nicht. Wobei, jetzt kommt es darauf an, wie du bald definierst. Es gibt gerade sehr aktuelle entsprechende Untersuchungen von der Forstlichen Versuchsanstalt Baden-Württemberg, gerade eben auch die Waldsituation des Schwarzwalds betreffend, wo man mal bei einem realistischen, also sprich sehr negativen Klimaszenario, nicht das, was derzeit die Politiker immer noch für realistisch halten, mit diesem Klimapaket, also diesem Karton mit sehr viel Luft drin, können wir jetzt die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen und wir halten dieses Klimapaket auch noch für kraftvoll. Völlig, ne, ja, kann man jetzt so oder so drauf reagieren, aber dass dieses Ding völlig für den Arsch ist und ich nehme Frau Merkel insbesondere persönlich übel, dass sie sich als Wissenschaftlerin hinstellt und behauptet, hat sie öffentlich gesagt, sie hätten jetzt auf die Wissenschaft gehört mit ihrem scheiß Klimapaket. Die Wissenschaft hat aber nicht gesagt 10 Euro, die Wissenschaft hat gesagt 160 Euro, aber egal, lassen wir das, das ist nur wieder Politik und das führt dann dazu, dass wir wieder politische Diskussionen kriegen und dann gibt es wieder Ärger und dann müssen sich alle wieder aufregen und deswegen hocken wir uns jetzt wieder in den Wald und entspannen uns und fragen uns, ja, wann wird denn der Schwarzwald kahl sein? Das ist ein viel entspannenderes Thema als Frau Merkel. Nein. Die Prognosen gehen davon aus, dass die Fichte komplett Baden-Württemberg-Wald bis 2100 bei eben einem realistischen Klimaszenario, Klimamodell, das man als Datengrundlage zugrunde gelegt hat,
wahrscheinlich mehr oder weniger aussterben wird und nur noch als Beimischungsbaumart, also aussterben als führende Baumart. Ja? Also ein Fichtenbestand wird es da nicht mehr geben. Ein Bestand, wo eine einzelne Fichte drin steht, das ist was anderes. Das ist schon noch möglich. Aber als führende Baumart wird die Fichte garantiert baden-württembergweit. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das noch schlimmer wird, als das Szenario angibt. Aber das ist schon ein deutliches Bild, dass man das im Grunde vergessen kann. Insbesondere als wirtschaftlich sinnvoller Anbau von Fichte, als führende Baumart. Und führend meint mehr als 51% im Bestand. Ja? Und im Regelfall ist mit führend eher so 70% gemeint. Aber streng genommen mehr als 51% ist das, glaube ich, definiert. Das weiß ich gerade nicht ganz auswendig, aber ich meine, so wäre das gewesen. Da wird die Fichte komplett rausfallen. Das bedeutet, was jetzt Fichte ist, wird 2100 entweder mit ziemlicher Sicherheit weg sein. Auf keinen Fall wird ein Fichtenreihenbestand bis 2100 noch stehen bleiben. Selbst wenn man ihn jetzt gepflanzt hat, das überlebt er nicht. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer, da bin ich mir absolut sicher, auch wenn ich dazu keine wirklich wissenschaftlichen Belege liefern kann, aber da sind sich auch alle Kollegen, glaube ich, relativ einig. Sollte also unser Schwarzwald bis 2100 auf Teufel komm raus weiter mit Fichte beforstet werden sollen, aber das will keiner, davon abgesehen, außer so die Murkschifferschaft und so ein paar interessante kleine Vereine, die das so machen, wie sie es immer schon gemacht haben, weil damals war es ja auch schon nicht richtig, aber deswegen müssen wir es ja auch weitermachen und deswegen Teile des Schwarzwalds vielleicht. Was sollte man denn dann infolgedessen erwarten, was da noch im Schwarzwald stehen wird? Die Tannen werden bleiben. Gerade im Schwarzwald werden viele Tannenbestände sicherlich bleiben. Viele Regionen des Schwarzwalds werden für Tanne auch weiterhin geeignet sein. Das Dumme ist bloß, über den Schwarzwald hinaus ist bisher die Tanne eine Baumart, wo man sagen kann, naja, die ist eine super tolle, super ultra Baumart, pflanzt sie überall hin, sie ist die neue Fichte. Sagen so manche Leute. Wäre ich grundsätzlich vorsichtig mit, halte ich auch für Blödsinn. Aber in Mittelgebirgen ist die Tanne oft eine sehr gute Alternative und könnte wirklich viel diskutiert werden, ob man nicht ein bisschen mehr auf Tanne setzt und die Fichte entsprechend zurückfährt und nicht allein mit Douglasie zu ersetzen versucht. Das ist auch die völlig falsche Herangehensweise. Auch Douglasie, ja. Auch Tanne, ja. Und auch noch ein bisschen Fichte, ja. Aber niemals irgendwas davon im Reinbestand. Wichtig. Soll man das alles umsetzt, dann hat die Tanne im Schwarzwald sowieso sehr gute Karten. Vergleichsweise gute Karten, ja. Kein Baum, den wir hier haben, bis auf so ein ganz paar Ausnahmen, wie zum Beispiel ein Feldahorn, wird prognosetechnisch 2100 deutschlandweit noch ein sehr gutes Verbreitungsgebiet haben. Ja? Die werden sich alle, fast irgendwie alle, einschränken müssen. Und die Buche wird im Schwarzwaldhang zum Beispiel durchaus schwierigere Situationen vorfinden. Sie wird aber auch nicht ganz wegsterben. Also, dass der Schwarzwald mehr Buchen und mehr Tannen geprägt ist, ist sicherlich realistisch. Dass er dann also bis 2100 kahl ist, ist derzeit nicht abzusehen. Ab 2100 gibt es keine Prognosen. Und selbstverständlich sind die Prognosen auch nur sehr, 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 sehr unzuverlässig. Aber nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft sehe ich keine Befürchtung, keinen Grund, sich irgendwie Sorgen zu machen, dass der Schwarzwald oder ein anderes Mittelgebirge in Deutschland in absehbarer Zeit kahl sein wird. Also so ein Waldsterben, wie es damals in den 80ern von wegen mit wirklich komplett kahlem Schwarzwald und Ähnlichem propagiert worden ist und andere Wälder, die dann halt komplett kahl sein sollen, das halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Wenn wir uns jetzt den Harz angucken, da kann man ja gerade wirklich Angst kriegen, dass der komplett kahl ist bald, borkenkäfertechnisch, insbesondere der Bereich des Nationalparks. Da steht ja schon noch Wald, der ist halt nur jetzt sehr jung. Na, da wird auch wieder ein Wald hochwachsen, nur ist er dann halt auch relativ lange, relativ jung. Und wenn er dann ein bisschen älter wird, dann wäre anzunehmen, dass dadurch, dass es halt immer noch Fichte ist, die da ja auch natürlich vorkommt, der Käfer irgendwann wiederkommt. Ja, und dann muss ich ein Bild einstellen und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es dann ein Bild sein wird, das so aussieht wie am Wilden See. Genau das, was wir da gesehen haben, wenn die Wälder um den Harz, um den Brocken rum, insbesondere in dem Gebiet halt, mal auch 160 Jahre alt sind oder sowas. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es da dann ein schönes buntes Mosaik gibt aus Flächen mit ziemlich toten Fichten, Flächen mit jungen, sehr vitalen, Flächen mit so mittelalten, immer noch gut vitalen und es dann so ein Mosaik sich langsam einstellt. Die Mosaikstruktur ist auch durchaus was in natürlichen Fichtenwäldern, da wo sie natürlich vorkommen, das ist ja um den Brocken rum durchaus der Fall,
die vorherrschende Verbreitungsart der Fichte ist. Dass die flächig abstirbt, ist natürlich, das passiert auch in der Borealis, also im borealen Nadelwald, relativ oft und gehört auch ein bisschen zur Biologie der entsprechenden Baumart. Also wenn man sie gerade machen lässt, dann stellt sich da sicherlich irgendwann so ein Gleichgewicht. Naja, ein Gleichgewicht ist das falsche Wort. Aber ein Mischmaß, ein Mosaik eben aus verschiedenen Verjüngungsstadien und Wachstumsstadien der Fichte ein. Das als kahlen Wald zu bezeichnen, ist sicherlich übertrieben. Aber die Maximalbestockung werden wir trotzdem da nicht anfinden. Schon gar nicht eben in ferner Zukunft. Ich denke aber trotzdem, derzeit sieht es wirklich nicht so aus und es gibt auch keinerlei Daten, die das belegen würden, dass wir mit kahlen Mittelgebirgen rechnen müssen. So, wie wollt ihr das Wild in den Griff kriegen? Bei uns werden Tannen und Laubholzer selektiv verbissen. Das ist ja was, was immer mal wieder aufkommt, wollte übrigens der Klaus Meier wissen mit Y. Und auch etwas, was immer wieder diskutiert wird, gerade insbesondere im Forst. Derzeit scheint in sich von Seiten der Politik, nur von Seiten der Politik, nicht von Seiten derjenigen, die den Wald dann wirklich bewirtschaften, ein ziemlicher Konsens zu herrschen, dass man wohl einen lockereren Zeigefinger braucht. Ja? Also einen nervöseren Zeigefinger. Zuck, 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 zuck. So in der Richtung. Von der Wildtierwissenschaft her scheint sich auch tendenziell immer mehr die Seite durchzusetzen. Tendenziell, das bedeutet nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, die sagt, ja, die Wilddichten sind zu hoch, insbesondere eben beim Schalenwild. Dass es beim Wildschwein zu hoch ist, da sind sich alle einig, das braucht man nicht diskutieren. Das hat aber auch nicht so sehr schädliche Auswirkungen auf Tanne und Laubholz, sondern eher so das Reh. Theoretisch dann natürlich auch noch der Hirsch. Also Rot- und Rehwild, um es mal auf Jägerlatein zu sagen. Das lebt allerdings, beziehungsweise das Rotwild lebt derzeit allerdings noch in Ghettos. In den Ghettos richtet es durchaus massive Schäden an. Wenn man es aus dem Ghetto rauslässt, will man es da nicht haben, weil dann würde es ja überall leichte Schäden anrichten. Ich halte das trotzdem für sinnvoller als die momentane Ghetto-Haltung. Aber sagen wir mal so, solange es jetzt in Ghettos bleibt, ist es zwar meiner Meinung nach wirklich vom Aussterben bedroht wegen genetischer Verarmung, aber die Schäden von dem Wald lassen sich im Griff halten. Hier wäre ich aber sofort dafür, Rotwildgebiete aufzugeben und rotwildflächige Verbreitung in ganz Deutschland zuzulassen, soweit es halt eben irgendwie funktioniert. Ich persönlich würde auch akzeptieren wollen, dass man dann halt auf entsprechenden Landstraßen vorsichtiger fahren muss, sonst hat man halt einen Wildschaden. War die Welt auch nicht so schlimm, wenn man ein bisschen vorsichtiger fahren muss. Kann man sich jetzt streiten. Ich persönlich würde es als vertretbar erachten wollen. Aber gut, wie gesagt, kann man sich wunderbar streiten und wessen Sohn dann mal, dem der Hirsch vors Auto rennt, dabei ums Leben kommt, der wird anderer Meinung sein. Naturgemäß immer so, gerade immer, wenn es um Wildtiere geht. Der, dessen Tochter an der Bushaltestelle saß, wo später der Wolf vorbeigelaufen ist. Übrigens, als sie nicht mehr da saß. Warum ist der Wolf wohl an der Bushaltestelle vorbeigelaufen, als die Tochter nicht mehr da saß? Weil er vielleicht kein Interesse daran hatte, die Tochter zu fressen. Möglicherweise. Ja, vielleicht auch nur Zufall. Kann auch sein. Ja, aber das sind wirklich so ganz schwierig zu beantwortende Fragen. Aber grob muss man natürlich zusammenfassen. In der Wald-Wild-Debatte gibt es eigentlich zusammenfassend zwei Lösungen. Entweder mehr Verjüngung durch mehr Wolf oder mehr Verjüngung durch drei Lösungen sind es dann. Mehr Verjüngung durch Schutzmaßnahmen, Einzelschutz, sprich die Bäume jeweils anpinseln, die kleinen, damit sie nicht gefressen werden vom Reh. Oder Zaun drum machen oder Gummihulle drumherum machen oder ein Draht drumherum machen oder irgendwie sowas in der Richtung, das für eben vermehrt. Oder Variante 3, der besagte nervöse Zeigefinger, dass der Wildbestand dann halt so niedrig ist, dass sich Tanne natürlich verjüngen kann. Hier zum Beispiel der Fall, hier wo ich hocke, in vielen Teilen des Schwarzwalds auch noch der Fall, insbesondere um Baden-Baden rum, Tannenverjüngung, oh, es ist ein Gedicht. Dementsprechend kann man sehr gutes und vergleichsweise günstiges, sehr leckeres Wildfleisch übrigens in der Geroldsauer Mühle kaufen. Wer da mal hin will, ich will jetzt überhaupt keine Werbung für die Geroldsauer Mühle machen, aber da gibt es den Wildbretverkauf von Baden-Baden. Nam, 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 nam. Ich habe noch was im Kühler, Tiefkühler. Könnte ich mir eigentlich morgen mal machen. Nam, 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 nam. Sehr lecker, sehr lecker. Also kann ich nur empfehlen. mit Rosmarin-Cognac-Soße.
meine neueste Kreation. Ich hatte auch mal Rosmarin-Whisky-Soße, aber das wurde auf die Dauer etwas teuer. Jetzt ist es Rosmarin-Cognac-Soße, weil da habe ich noch eine alte Flasche gefunden. Gut, ja. Nächste Frage. Das war das mit dem kahlen Schwarzwald. Dann die Sache mit dem Reh, das wir in den Griff kriegen wollen. Etwas zum allgemeinen Weltgeschehen auf YouTube sozusagen. Könntest du eigentlich auch mal etwas zu den neuen Waldbesitzern auf YouTube sagen? Also quasi zum YouTube-Forst. Fritz Meine und die Naturensöhne fallen mir da ein. Also der Fritz heißt, glaube ich, Meinecke. Und ja, die Naturensöhne haben auch Wald gekauft. Das mit dem Fritz musste ich ehrlich gesagt jetzt auch nachgucken, dass der jetzt auch Wald hat. Das wusste ich nicht. Ich gucke dem nicht so regelmäßig zu. Bin da auch jetzt nicht der größte Fan von, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Das ist mir etwas zu sehr abonniergefälligst. Drück ja den Like-Button, schreib mir gefälligst in die Kommentare. Und das ist mir ein bisschen zu sehr Call-to-Action-mäßig. Das mag ich persönlich nicht. Aber ja, der hat sich auch einen Wald gekauft, finde ich gut. Das ist ja so eine Sache. Grundsätzlich bei den Leuten, die gerne mal irgendwelche krassen Projekte im Wald umsetzen wollen, hatte ich bisher einen riesen Dorn mit denen im Auge, weil man kann nicht einfach bei irgendjemandem gehört der Wald, ja, in den Wald rennen und da jetzt ein krasses Projekt anfangen. Wenn man vorher um Erlaubnis gefragt hat, ja, okay, ist schön. Wenn man tatsächlich jemanden findet, der da nichts dagegen hat, wenn man krasse Projekte in seinem Wald umsetzt, dann kann man das vielleicht machen. Aber wohl scheinbar haben auch die beiden jetzt so langsam mal festgestellt, dass es schwierig ist, Leute zu finden, die gegen krasse Projekte in ihrem Wald nichts einzusetzen, einzuwenden haben. Also, was heißt die beiden? Die drei. Die Naturensöhne sind ja zu zweit und haben sich jeweils Wald gekauft. Ich könnte mir vorstellen, dass das Teil der Motivation gewesen ist. Das ist ja dann durchaus legitim. So, und jetzt muss ich mich nicht mehr aufregen und deswegen finde ich das gut. Generell, wenn man krasse Bauprojekte im Wald vorhat, ja, die einzig sinnvolle Lösung, wenn man unbedingt krasse Bauprojekte in den Wald stellen muss, bin ich ja generell kein großer Freund von, aber dann ist die sinnvolle Lösung, sich tatsächlich einen Hektar Wald zu kaufen. Der kostet dann, ich glaube, der Fritz hat für 1,4 20.000 gezahlt. Das ist aber auch ein Wald, der forstlich quasi scheiße ist. Auch die Naturensöhne hatten, die haben mit ein paar mehr Hektar, aber haben auch sowas um den Euro 50, glaube ich, meines Wissens, pro Quadratmeter gezahlt, sowas um den Dreh. Das ist eigentlich an sich ein sehr, 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 sehr guter Preis. Also da haben sie beide gute Angebote bekommen, beide ordentlich was Vernünftiges gekriegt für ihr Geld. Ja, die Standorte sind relativ scheiße und da wächst auch nichts Scheiß und die haben auch keinen Altbestand, der nennenswert was wert wäre und deswegen kostet das dann auch nur in Anführungszeichen so viel. Grob kann man sagen, unter 10.000 pro Hektar wird man selten wegkommen. Ganz, 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 ganz selten. Dafür müsste das schon radioaktiv belastet und sonst irgendwas sein. Ja. Wer sagen wir jetzt mal 20.000 für einen Hektar Wald locker machen möchte, der hat dann einen Hektar Wald. Wichtig ist zu sagen, man kann, wenn man einen Wald hat, da nicht automatisch jetzt alles tun, was man lustig ist, sondern Bauwerke brauchen immer noch eine Baugenehmigung. Dann müsste aber der Brandschutz eingehalten werden. Wenn die Behörden einen Grund suchen, um irgendwelche illegalen Hütten im Wald, insbesondere wenn sie dann über Social Media irgendwann bekannt werden, weil sie ständig für irgendwelche Social Media Geschichten genutzt werden, also YouTube-Videos und ähnliches, dann brauchen die nur ankommen und sagen, Brandschutz nicht gewährleistet, muss abgerissen werden. Und damit haben sie dann eigentlich, der Brandschutz ist so das Nonplusultra-Ausschlusskriterium. Diesbezüglich, wenn wir jetzt schon über die Naturensöhne und den Meinecke sprechen, bei den Naturensöhnen muss man sagen, die haben es gut, weil in ihrem Wald sind ja schon Bunker vorhanden. Wenn sie jetzt in diesen Bunkern noch irgendwas ausbauen, ich glaube, das wird sehr schwierig, sie rechtlich davon irgendwie abzuhalten. Ja? Schwierig bis unmöglich. Würden sie jetzt anfangen, wieder irgendwelche lustigen Hütten in ihren Wald zu stellen, ab einer gewissen Hüttengröße könnte dann irgendwer kommen und sagen, das ist ein Bauwerk, das muss wieder abgerissen werden. Scheißegal, ob das ihr Wald ist oder nicht. Dann hat man noch so diverse andere lustige Pflichten. Böses Wort. Entschuldigung. Pflichten, wenn man Waldbesitzer ist, man muss sich zum Beispiel darum kümmern, dass der Wald erhalten bleibt, dass der Wald geschützt bleibt, dass der Wald bewirtschaftet wird. Pflicht zur Bewirtschaftung hat man halt eben auch. Man kann also nicht einfach hingehen. In der Praxis klappt das schon ganz gut, aber theoretisch kann man nicht einfach hingehen und sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr in meinem Wald und ist mir völlig wurscht, wie der aussieht, solange ich dazwischendrin mein Zelt aufbauen darf. Auch irgendwelche großen Objekte in den Wald stellen, wie einen Container oder sonst wie, das geht so gerade noch so. Das ist oft noch so ein Bauwagen oder sowas in der Richtung, ja.
das ist oft noch so im Bereich des, ja, wenn man ein bisschen Goodwill von der Förstbehörde bekommt, dann klappt das noch und das hängt auch sehr stark vom Bundesland ab. Ich glaube, die beiden besagten Wälder liegen alle in Brandenburg. Da hat man meistens andere Probleme als irgendwelche Verrückten, die unbedingt in ihrem Wald irgendwelche Prepperbunker und Ähnliches einrichten wollen. Verrückte im positiven Sinne. Ich finde die Idee ja ganz witzig. Ganz ehrlich, wenn ich einen Bunker im Wald hätte, würde ich auch was reinstellen. Also so ist das nicht. Aber ja, ne? Ist eine gute Lösung und ich muss mich weniger aufregen, wie wenn man mal wieder illegal irgendwelchen Schießdreck im Wald anstellt, wenn es der eigene Wald ist. Vieles ist immer noch illegal, aber es ist weniger illegal gefühlt. Beziehungsweise es stört zumindest niemand anderen. Man kann jetzt nicht mit dem Argument kommen, ja, wenn das dein Wald wäre, würdest du dir das auch machen lassen. Beziehungsweise würdest du das auch in deinem Wald haben wollen. Und dann können die jetzt sagen, klar, ist ja auch mein Wald. Also so gesehen, ich finde das prima. Ich finde das wirklich hervorragend, wenn sich Wald-YouTuber, die größere Bauprojekte haben, zu diesem Zweck dann tatsächlich auch eben entsprechend einen Wald kaufen. Jo. Oder halt wirklich publik machen, dass sie Absprachen mit dem Waldbesitzer haben. So macht das der Survival-Martin meines Wissens. Ich fand ihn lustiger, als er noch Survival-Selbstversuche gemacht hat. Wenn er jetzt irgendwelches Zeug bauen möchte, okay, klar, irgendwann gehen einem ja die Survival-Selbstversuche auch aus. Legitim ist das schon, solange er das halt eben mit dem Waldbesitzer abgesprochen hat und das hat er ja und dann kann er das ja alles gerne machen und wenn man damit die jungen Leute davon begeistern kann, dass Wald und Natur in sich irgendwas ist, wo man mal hingehen kann, dann ist das, glaube ich, generell mehr positiv als negativ. Ach ja, anders gefragt, macht es Sinn, sich einen Wald zu kaufen? Ja, das kommt halt darauf an, was du vorhast. Ne? Wenn du YouTuber bist und Waldprojekte umsetzen möchtest, macht das absolut Sinn, insbesondere wenn du so groß bist, dass das auch genügend Geld abschmeißt. Für mich würde es keinen Sinn machen, was soll ich da machen? Zum Sitzen und Erzählen brauche ich keinen eigenen Wald. Ne? Ich hätte schon auch gern welchen. Ja, mit ein bisschen Glück erbe ich auch mal ein paar Quadratmeter. Dann muss ich erstmal rausfinden, ob da überhaupt an das zu erbende Grundstück irgendwann mal, ja, hoffentlich noch lange, lange, lange hin, aber ob an das zu erbende Grundstück überhaupt wirklich nennenswert Wald dazugehört. Es sind wirklich höchstens ein paar Quadratmeter. Aber im Grunde ist es vollkommen egal, wie wenig Quadratmeter man hat. Man ist dann Waldbesitzer und darf die entsprechenden Sonderrechte als Waldbesitzer in Anspruch nehmen. Es gibt leider selten irgendwo ein paar Quadratmeter Wald zu kaufen. Ja? Das würde ich sofort jedem, der irgendwie waldbegeistert ist, empfehlen, sich einfach ein paar Quadratmeter Wald zu kaufen, damit man irgendwo sitzen kann und gegebenenfalls eine Feuerstelle einrichten kann. Je nach Bundesland ist das mal mehr, mal weniger gut möglich. Baden-Württemberg zum Beispiel eher ein bisschen kritisch, geht zwar noch, aber ja, muss man vorsichtig sein. Und generell ist es natürlich das mit dem Waldbrandrisiko. Und wenn eine Feuerstelle da ist, musst du noch gucken, dass da keine Vandalen kommen und da illegal ihr Feuerchen machen, weil sie denken, oh, da ist ja eine Feuerstelle und so weiter und so weiter. Ja, also viele, viele Hürden und viele Haken zum Geld verdienen. Na, sagen wir mal so, wenn du schaffst, einen stabilen Waldbestand zu etablieren und da irgendwas hast, was schnell genug wächst, dass du es zu Lebzeiten noch ernten kannst. Derzeit verzinst sich ein Wald auch bei der momentan aktuellen Situation erheblich besser als jedes Geld auf einem Bankkonto oder bei jedem sicheren Investment. Man müsste also schon in was Unsicheres, sprich Aktien und so ein Kram, habe ich mir vom Bankmensch sagen lassen, investieren, damit man Verzinsungen seines Kapitals bekommt, die besser sind als das, was derzeit der Wald so bietet. Ja? Also so gesehen, wenn du jede Menge Geld rumliegen hast, dann ist Wald derzeit schon eine Kapitalanlage, über die man nachdenken kann. Man muss sich allerdings klar machen, auch Wald hat ein gewisses unternehmerisches Risiko, wie wir gerade sehen, wenn wir uns Fichtenbestände angucken, leider auch viele Buchenbestände angucken. Wobei man sagen muss, bei den meisten Buchenbeständen, die sind geschädigt, die sind nicht tot. Ja, die können sich also nochmal erholen. Das ist also da. Ja, aber die sind auch nicht so viel wert. Wenn du zufällig der Besitzer von einem Hybridnussbestand bist, 18 Hektar oder sowas. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, das lohnt sich. Wenn du das dir allerdings erst kaufen möchtest, brauchst du halt entsprechend viel Kohle auf der hohen Kante. Wenn da Hybridnuss schon draufsteht, sagen wir mal schon im Alter 30 oder irgendwie sowas, dann kostet 18 Hektar mit Sicherheit 250, 300.000, 500.000, irgendwas zwischen 300 und 500.000 Euro, würde ich dafür schon irgendwo fast veranschlagen wollen. Gerade bei einem guten Standort, weil es ist ein guter Standort, weil sonst würde da nicht Hybridnuss wachsen. Also das muss man erstmal haben. Ne? So. Vielleicht doofe Frage. Also Nikami will das wissen. Ja, vielleicht doofe Frage. Nein, gar nicht. Aber
Dass die Fichte da ursprünglich nur wegen dem Menschen stand, ist klar. Aber wenn seit über 100 Jahren trotz aller Widrigkeiten, Borkenkäfer, Trockenheit, andere Baumarten, die sicher versuchen einzuwandern, also das war in Klammer, die Fichte immer noch so stark dominiert und ihr dazu auch noch prächtig zu und es ihr dazu, nee, und ihr dazu auch noch prächtig zu gehen scheint, kann man dann nicht sagen, okay, die Natur hat entschieden, dass jetzt halt ein Fichtenurwald. Das ist jetzt halt ein Fichtenurwald, so rum. Nein. Weil, die steht da ja seit, das weiß ich auch nicht genau, ja, aber immer der Schätzwert, mit dem ich arbeite, 160, 170 Jahre, gibt es da jetzt diesen Fichtenwald. So wie er da jetzt steht, mehr oder weniger relativ unbeeinflusst, abgesehen davon, dass er gepflanzt worden ist. Da soll gerüchteweise, nicht nur gerüchteweise, sondern auch tatsächlich eben noch ein bisschen was anderes ursprünglich als Fichte drin gewesen sein. Da war ursprünglich auch noch ein bisschen mehr Tanne drin. Da soll wohl auch mal irgendwie scheinbar ein bisschen Kiefer drin gewesen sein. Davon ist nicht mehr viel zu sehen, insbesondere nicht im Talkessel. Und um den ging es mir ja primär. Im Randbereich des Talkessels wird man die ein oder andere Kiefer schon mal gepflanzt haben. Da sind auch noch einige übrig. Aber dass da Moorkiefer in diesen moorigen Gebieten auch natürlich vorkommt, ist auch relativ klar. Die wird auch früher oder später mal da irgendwer hingepflanzt haben. Deswegen steht da ja auch nicht nur Moorkiefer, sondern auch noch die normale Kiefer. Aber um letztendlich zu dem Schluss zu kommen, ist das jetzt schon natürlich? Ist das jetzt schon so lange da, dass man sagen könnte, das wäre jetzt natürlich so gewollt? Nee, mit Sicherheit nicht. Hundertprozentig überhaupt nicht. Das ist viel zu kurz. Das sind einfach die Zeithorizonte, die wir im Hinterkopf behalten können, müssen. Und das ist wirklich keine dumme Frage. Das kann man schon, an sich könnte man schon davon ausgehen, okay, scheinbar scheint sie ja doch dominant zu sein. Und selbst wenn man nichts macht, ist sie immer noch dominant. Warum ist sie dann nicht auch das, was die Natur da quasi dominanterweise, kann man da jetzt nicht einfach sagen, die ist da zwar ursprünglich nicht natürlich hingekommen, aber bleibt da jetzt so lange dominant und wird da so lange bestehen bleiben, dass man dann doch vielleicht von Urwald, ist das jetzt nicht doch natürlich? Letztendlich ist es auch nur eine Definitionsfrage. Also so gesehen kann man das schon auch als natürlich definieren, wenn man sich hinstellt. Das ist jetzt der Mathematiker, der im Käfig sitzt, innen nach außen definiert und dann einen Löwen fängt. Es gibt so einen blöden Witz, der da irgendwie in diese Richtung geht. Ja, also definieren kann man vieles. Und Natürlichkeit ist letztendlich auch nur ein Begriff, den wir gemacht haben. Was ist natürlich? Ganz schwierig. Das ist eigentlich schon fast eine philosophische Frage. Klar gibt es da offizielle Definitionen, ja, aber die sind auch alle nur wieder menschgemacht. Und natürlich wäre ja etwas, das nicht menschgemacht ist, wenn man so möchte. Und da schon allein die Definition menschgemacht ist, macht es die Sache, finde ich, aus philosophischer Sicht hochgradig interessant, über die Natürlichkeit von Ökosystemen zu diskutieren. Aber 170 Jahre sind eben nicht alt. Das ist nicht mal eine ganze Baumgeneration. Man kann grob sagen, ein Fichtenwald hat eine Umtriebszeit, natürliche Umtriebszeit, bis sich der komplette Wald von jungem Baum bis alten Baum, der irgendwann abstirbt, und das auf der gesamten Fläche einmal gewandelt hat, einmal die Baumgeneration sich überall gewechselt hat, da kann man von ungefähr 300 Jahren ausgehen. Je nachdem, wie man fragt, auf 500 Jahre. Und solange nicht mal eine Baumgeneration rum ist, kann man da niemals von einem Urwald sprechen, weil man nicht weiß, was die nächste Baumgeneration sein wird. Bestimmt nicht wieder 100%, sagen wir 95% Fichte. Das bestimmt nicht. Oder von mir aus auch nur 90% Fichte. Sondern es wird sich schon sukzessive, und das zeigt ja auch jetzt die Entwicklung, wann immer irgendwo eine Kahlstelle entsteht, kommt da jetzt langsam auch nochmal ein bisschen was anderes zwischendurch noch hoch als nur Fichte. Da ist schon ein Wandel feststellbar. Die wird nach und nach schon verschwinden. Und wenn sie das tut, spätestens wenn sie weg ist, kann man dann nicht mehr von einem, beziehungsweise dann kann man vielleicht schon von einem Urwald. Der Prozess ist natürlich, der da jetzt abläuft. Wenn das Vorhandensein eines natürlichen Prozesses allerdings einen Urwald kennzeichnen würde, dann wäre jeder Wald Urwald, weil jeder Wald wird natürlich von natürlichen Prozessen letztendlich angetrieben. Wir können auswählen, welche Bäume wir da hinstellen, wir können die richtigen und die falschen wegschneiden und so weiter und so weiter. Aber das Wachstum an sich und das Verhalten der Bäume bleibt natürlich, das kann man nicht steuern. Man kann es ein bisschen beeinflussen, versuchen, aber ja, es ist eine philosophische Frage. Förster Griesbert, das ist was Längeres. Ich lese es halt mal mit allen Sprachfehlern vor, weil sonst hocken wir morgen noch hier. Also Sprachfehler meinerseits. Aber ihr könnt es ja eh nachlesen, aber vorlesen möchte ich trotzdem. So, in diesem Video wird das Problem der sich selbst überlassenen Wälder, unter anderem Nationalparke, sichtbar und deutlich.
Es wird der Mensch und seine existenziellen Bedürfnisse außen vor gelassen. Heben wir mal die Waldfunktionskartierung oder die Ökosystemleistungskartierung, sofern es das in Baden-Württemberg gibt, hervor, wird schnell deutlich, dass bewirtschaftete Wälder den wilden Wäldern überlegen sind. Bewirtschaftete Wälder speichern schneller und mehr Kohlenstoffdioxid, dienen als größere Kohlenstoffsenke, bieten Erosionsschutz, der Ben steht am Hang, sind bei schnellerer Bestockung nach Kalamität bessere Wasserspeicher, sind schneller in Funktion des Emissionsschutzes und bieten auch mehr Erholungswert als die mittelfristig toten Wälder der Nationalparke. So, an diesem Punkt kann man so sehen, das ist völlig legitim, selbstverständlich, möchte ich allerdings doch kurz als Mensch, der irgendwie aus der Wissenschaft kommt, darauf hinweisen, dass die Frage, ob bewirtschaftete Wälder wirklich bessere CO2-Senken sind und generell besser fürs Waldklima und für die sogenannten Biodiversitätsdienstleistungen oder Ökosystemdienstleistungen wirklich besser sind, wird heiß diskutiert. Ja, dass die Bewirtschaftung von Wäldern schlicht und ergreifend gar nicht dass die alternativlos ist, hatte ich ja auch schon dargelegt. Ja, das steht gar nicht zur Debatte. Was allerdings sehr wohl eben diskutiert wird, und ich möchte das einfach anmerken, nicht, dass du das nicht so schreiben kannst, wie du das geschrieben hast. Ich duze mal wieder frecherweise. Mache ich ja grundsätzlich immer. Ne? Manchmal habe ich mir das Gefühl, der ein oder andere hat sich davon schon gestört gefühlt, aber das Leben ist hart. Dafür darf ich auch gerne über mich lustig machen, so viel er möchte. Auf freundliche Art und Weise, bitte. Ja, das mache ich ja auch, hoffentlich. Gut, jedenfalls, das ist halt eben die große Frage. Es gab zum Beispiel mal in Nature eine sehr interessante Studie, die belegt hat, je älter ein Baum wird, sprich je urwaldiger der Waldbestand, desto höher der Biomasse-Gesamtzuwachs. Das hat mir sehr zu denken gegeben und ich hatte da lange drauf rumzukauen, weil ich habe genau wie vermutlich der Kommentarschreiber gelernt, ein bewirtschafteter Wald hat mehr Zuwachs als ein nicht bewirtschafteter Wald. Und das tritt meistens, bei den allermeisten Untersuchungen, die man auch heutzutage noch macht, so irgendwie so halbwegs in Erscheinung. Es gibt allerdings inzwischen, das heißt nicht, dass das statistisch jetzt relevant ist und alles andere, was wir vorher gelernt haben, über den Haufen schmeißen muss. Aber inzwischen gibt es so die eine oder andere Untersuchung, dass der Biomasse-Gesamtzuwachs, nicht das Holz, ja, sondern die gesamte Biomasse, und die ist für den CO2-Speicher halt durchaus relevant, je älter der Baum wird, desto höher eben dieser ist. Beziehungsweise der Wald als solcher. Und das würde dann, das nutzen sie entsprechend auch die Naturschutzfreunde und die Klimaschutzfreunde, die den Wald gerne unbewirtschaftet sehen wollen, aus, um das eben häufiger zu zitieren und zu bringen, dass man eben den Wald nicht bewirtschaften darf, weil dann speichert er noch mehr CO2, als wenn man ihn bewirtschaftet. Hingegen, wenn man die Zahlen so frisieren möchte, dass man belegen möchte, dass ein bewirtschafteter Wald ein besserer CO2-Speicher ist, dann braucht man erstens einen bewirtschafteten Wald mit wirklich ordentlich höherem Zuwachs als ein unbewirtschafteter Wald am gleichen Standort es hätte. Da wir den Zuwachs eines unbewirtschafteten Waldes am gleichen Standort oft nur grob schätzen können, insbesondere hier in Deutschland, ist das ein bisschen schwierig und als Argument schwierig. Außerdem müsste man, damit der CO2-Speicher eines bewirtschafteten Waldes über jeden Zweifel erhaben ist, das Holz auch stofflich nutzen. Oder zumindest einen großen Anteil des Holzes stofflich nutzen, soll heißen, wenn du einen Wald hast, der im Alter 100 meinetwegen gefällt wird und sämtliche Bäume, die da standen, liegen jetzt nicht im Wald und verrotten, sondern werden in irgendwelche Dachstühle eingebaut, werden zu wunderbaren Designermöbeln verarbeitet, werden als Wände, als Böden, als Furnier, als Bücherregal, als was auch immer verwendet und bleiben über 100 Jahre im Familienbesitz. Dann ist ein bewirtschafteter Wald erheblich besser fürs Klima und eine erheblich größere CO2-Senke als ein unbewirtschafteter Wald. Wenn allerdings das Zeug nur zu Papier verarbeitet wird, das Holz, oder das Brennholz oder IKEA-Möbel, die meistens auch keine sehr hohe Lebenserwartung haben, dann sieht die Situation schon wieder anders aus. Und deswegen ist es schwierig und ich habe immer so ein bisschen Probleme damit, wenn entweder das eine Lager, also sprich der Klimaschutzwaldmensch, sagt, Wald darf man nicht bewirtschaften, weil dann ist Klimaschutz besser. Damit habe ich ein Problem,
weil das kann man so nicht verallgemeinern. Und ich habe aber auch ein Problem damit, wenn die Forstwirtschaft sagt, bewirtschaftete Wälder sind generell besser. Und jetzt können wir uns natürlich theoretisch gegenseitig jede Menge Quellen an den Kopf schmeißen, die das eine oder das andere belegen. Meines Wissens ist das durchaus ein Thema, was so kontrovers ist, dass man als seriöser Wissenschaftler, der nicht in diesem Bereich direkt tätig ist, sich eigentlich kaum auf eine Seite schlagen kann. Dass generell Wälder und Bäume pflanzen und mehr Wald haben und eine Zunahme der Waldfläche grundsätzlich gut ist fürs Klima, das ist Fakt. Ja? Und dass Bewirtschaftung der Wälder nicht zwingend ein Riesenproblem ist, einfach weil es Bewirtschaftung ist, ist auch Fakt. Ja? Und ich möchte mich dir schon anschließen, ja? Nur dieses kleine Detail, dass das so absolut einleuchtend sei, dass bewirtschaftete Wälder in jeder Hinsicht besser sind als nicht bewirtschaftete. Da tue ich mich dann doch schwer mit. Da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Aber ist okay, kannst du selbstverständlich gerne, und das ist eine Bereicherung der Diskussion, da freue ich mich auch sehr drüber. Also vielen Dank auch für den Kommentar. So, machen wir mal weiter. Sicher erholen sich unbewirtschaftete Wälder wieder und ökologisch ist das alles erstmal auch ganz toll. Wissenschaftler können auch ihre viel und lange beobachten. Es ist dennoch ein Irrweg mit den unbewirtschafteten Wäldern und grenzt den Menschen und seine Existenz letztendlich aus. Die Vorteile naturnah bewirtschafteter Wälder mit integrativen Naturschutzmaßnahmen überwiegen. Ich empfehle hieraus aus aktuellem Anlass die Aussagen der Tagung Wald- und Klimastress des Umweltministeriums NRW vom 11. November 2019. Das ist ja sehr aktuell. Also Spaten raus und Voranbau mit Weißtanne. Gerne. Letzteres. Nö, von der Grundaussage her ist ja alles Konsens. Ja, gerne. Also insbesondere so der letzte Teil. Vielleicht möchte ich auch nochmal, um nochmal ein kleines bisschen widersprochen zu haben, der Aussage widersprechen, dass für den Waldtourismus bzw. für die Erholung mittelfristig tote Wälder, da habe ich jetzt auch wieder Schwierigkeiten. Ich glaube nicht, und es gibt auch die Datenlage meines Wissens nicht her, dass ein unbewirtschafteter Wald mittelfristig tot ist. Der wird mittelfristig ein ziemliches Mischmasch sein aus vielen, vielen jungen Bäumchen und tendenziell einer eher totholzlastigen Altbaumschicht, wo vielleicht noch der eine oder andere Altbaum noch überlebt. Und es kommt sehr stark natürlich auf den Standort an. So ein reiner Fichtennationalpark, ja, mittelfristig toter Wald trifft es da sicherlich ganz gut. Ein buchenurwaldartiger Bestand, wie zum Beispiel der Hainich, der jetzt trotzdem gelitten hat unter dem Klimaproblem, dem würde ich dann doch eher noch relativ hohe weiterhin Überlebenschancen ausrechnen. Also ob der mittelfristig tot ist, kann ich mir nicht vorstellen. Oder generell irgendwelche eher laubholzreichen Bestände. Aber was du auch noch angesprochen hast und wo ich nochmal betonen möchte, dass das wirklich ganz genau auch meiner Einstellung entspricht, was ich auch häufiger schon erzählt habe, ist die Sache mit dem naturnah bewirtschaftete Wälder mit integrativen Naturschutzmaßnahmen. Da bin ich ja auch ein Riesenfan von. Also lieber, ich habe ja auch mal gesagt, Nationalparke brauchen wir nicht, noch mehr, die wir haben, das ist okay, aber noch mehr brauchen wir nicht. Lieber mehr Naturschutz auf der Fläche, kleinflächig, hier ein Eckchen, wo Naturschutz ist, da ein Eckchen, wo Naturschutz ist. Lieber sowas, lieber diese Mosaikstruktur. Der Wald wird natürlich sowieso eine gewisse Mosaikstruktur einnehmen, wenn wir ihn sehr naturnah bewirtschaften. Hin zu kleineren Beständen, nicht 17 Hektar Fichte, sondern hier mal einen halben Hektar Tanne, hier mal einen halben Hektar Buche, irgendwie mehr sowas in die Richtung wird es geben müssen. Und auch ohnehin nicht einen halben Hektar Buche, einen halben Hektar Fichte, einen halben Hektar Tanne, sondern schon noch mehr Durchmischung. Aber so die führende Baumart wird immer eine bleiben müssen, aus Bewirtschaftungsgründen. Weil es wird sau schwierig, wenn du 17 verschiedene Baumarten auf einen Hektar quetscht, dann kannst du da quasi keine Forstwirtschaft mehr machen. Das ist ja auch nochmal so ein Faktor. Es muss ja noch bewirtschaftbar bleiben. Viele Leute glauben übrigens auch, das hat jetzt gar nichts mit dem Kommentar zu tun und mit der Frage, aber das wollte ich noch schnell loswerden. Ein toller Wald wäre der, wenn da möglichst viele Baumarten stehen. Das stimmt auch bis zu einem gewissen Grad. Nur das Problem ist, man kann die nicht beliebig durcheinander stellen, sondern man muss die schon so ein bisschen auf der einen Fläche halt die eine Baumart, auf der anderen Fläche die andere Baumart dominant. Man kann zum Beispiel unter eine Buche noch eine Eibe drunter stellen. Vielleicht kann man da auch noch eine Tanne zeitweise drunter stellen. Was anderes kann man unter eine Buche nicht drunter stellen. Hat man also einen Laubwald,
zusammengemixt und hat da von mir aus noch Tanne und Eibe drin und relativ viel Buche und will da jetzt noch ein Bergahorn und noch eine Eiche und von mir aus noch eine Esche und noch was Modernes, eine Baumhasel meinetwegen oder sonst was reinstellen, dann wird man feststellen, dass langfristig sich vermutlich doch die Buche durchsetzt, hochwächst, Schatten nach unten schmeißt und alles andere bis auf die Tanne und die Eibe dann wieder umbringt. Es gibt Baumarten, die sind nicht miteinander kompatibel. Man kann zum Beispiel nicht Schattbaumarten und Lichtbaumarten beliebig durcheinander mixen. Das gibt am Ende irgendwas, wo dann sich irgendwer durchsetzt, aber die Hälfte ist auf jeden Fall tot. Vorsichtig ausgedrückt. Ja, und das ist jetzt natürlich alles ein bisschen überspitzt dargestellt, aber das geht nicht. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Das werde ich oft gefragt, ob man nicht da irgendwie so viel wie möglich irgendwie durcheinander pflanzen kann. Das geht nicht. Also man braucht eine große Fläche. Wenn man eine große Fläche hat, dann kann man eben in verschiedenen Waldstrukturtypen auch 17 Baumarten unterbringen. Nur auf dem gleichen Hektar wird das saumäßig schwierig. So, eine Frage hatte ich noch zum Kontext. Wir sind da ja relativ am Anfang von dem Video noch an, also als zweiter Stopp sozusagen, nach der Fläche, wo alles tot war, hatten wir ja noch so ein Stückchen vom Weg umkreist, wo der Wald ganz gut aussieht. Auch mit Fichte, viel Fichte drin und ein bisschen Tanne drin und so weiter. Und das sieht alles ganz gut aus. Und da hatte ich mich ja gewundert und war mir nicht sicher und wollte mich nicht festlegen, wieso das da jetzt so gut aussieht. Und dazu folgender Kommentar vom UWVM. Hallo Ben, bezüglich der Thematik nicht geschädigte Bäume an dem Wegrand. Ich denke, das hat zwei Gründe. Erstens, das Stück Wald wurde, um ansprechend auszusehen, gut gepflegt bzw. durchforstet. Und man sieht ja, es stehen die Bäume nicht so dicht zusammen. Das alles macht einen relativ gesunden Eindruck. Zweitens, an diesem Wegrand scheint mir der Boden nicht so felsig und von allem nicht so steil. Ergo kann das Wasser nicht so schnell weg und die Bäume bleiben vitaler. So, den Rest möchte ich mir jetzt einfach sparen. Nicht böse gemeint, aber mein Bein schläft ein. Und ich glaube, das ist auch der wesentliche Teil. Ja, tatsächlich, ich hatte da jetzt auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Du hast recht, der Hang ist weniger steil. Das wird auf jeden Fall hilfreich gewesen sein. Außerdem, die Vorstraße, die das Ganze so ein bisschen eingrenzt, könnte auch als gewisser Wasserrückhaltefaktor dienen. Weil Forststraßen, das ist ja das Böse bei den bösen Forststraßen, zerschneiden ja so ein bisschen den Boden und dienen quasi als unterirdischer Damm, wenn man so will. Das kann aber nur so halb als Begründung jetzt herangezogen werden, weil die Vorstraße verläuft oben und unten. Unten hält sie ein bisschen Wasser zurück. Oben sorgt sie dafür, dass weniger Wasser da überhaupt reinfließt. Deswegen, andererseits ist der Boden wiederum so flachgründig, dass es wahrscheinlich gar nicht so viel Boden da überhaupt verdichtet werden kann und diese unterirdische Dammfunktion nicht besonders groß sein wird, sondern wenn es oben ordentlich drauf regnet, dann fließt Wasser den Hang runter über die Forststraße und versickert dann wahrscheinlich in diesem Gebiet, wo die recht vitalen Fichten rumstehen, relativ gut. Ja, also da ist kleinstandortlich natürlich eine bessere Situation. Was so ein bisschen ein Problem war und weshalb ich damit meine Schwierigkeiten habe, ja, das sieht besser gepflegt aus. Ja, das sieht so aus, als hätte man da ordentlich vernünftig geförstert. Nur, das Dumme ist ja nur, dass das auch schon seit vielen, vielen Jahren streng genommen Naturschutzgebiet ist und da eigentlich seit vielen, vielen Jahren forstlich nichts mehr hätte gemacht werden sollen. Dachte ich. Und jetzt habe ich nochmal nachgeguckt. Stimmt nicht. Es war zwar seit vielen, vielen Jahren Naturschutzgebiet, aber es ist nicht komplett aus der Nutzung gewesen. Soll heißen, dieses Stückchen Wald, was wir da haben, ist inzwischen zwar aus der Nutzung, aber erst seit ein paar Jahren, wirklich wenigen, 5 oder sowas. Wie alt ist der Nationalpark? 4, 5, irgendwie sowas. Von mir aus auch 6, aber das ist forstlich gesehen ja gar nichts. Und dementsprechend gab es da bis dahin noch Nutzung. So, und das hatte ich vor Ort nicht im Kopf. Und jetzt, wo ich weiß, ja, okay, das ist noch gepflegt worden, das ist noch geförstert worden, ist klar, hast du genau richtig erkannt. Das ist besser, ein bisschen die Bäume etwas freigestellter, man hat vor einem gewisses Innenklima gesorgt. Die haben außerdem schön Licht von allen Seiten, haben also generell eine gute Wurzelentwicklung, stehen da eigentlich wirklich ganz praktisch. Und das, damit müsste es dann auch im Großen und Ganzen zu erklären sein, weshalb es denen da eher besser geht. Jetzt war ich doch nochmal zur anderen Hälfte der Frage. Ich meine, das wäre, das lese ich jetzt nicht vor, aber ich meine, das wäre gewesen, die Sache mit den Käfernlöchern. Also wenn man die Käferbäume rechtzeitig rausholt im bewirtschafteten Wald, dann passiert einem gegebenenfalls nichts. Ja klar, deswegen wurde das ja gemacht. Wenn das überhaupt nichts bringen würde, dann würde es auch keiner machen, weil dann wäre der Arbeitsaufwand und der Zeitaufwand einfach viel zu groß. Das wäre Quatsch, ne? Also oft
Derzeit sieht es immer so aus, als wäre es völlig hoffnungslos. Wenn der Borkenkäfer kommt, ist der komplette Wald weg. Das stimmt halt eben nicht. Wenn du halt rechtzeitig hingehst und die Käferbäume rausholst, dann ist der komplette Wald halt eben noch da. Das hilft schon. Man kann das also so gut machen, dass der Käfer relativ glimpflich, also relativ gut bekämpfbar ist. Ich hatte eingangs irgendwann mal erwähnt, dass da ja noch so ein ganz langer Kommentar dabei war, der eben das Problem der Bekämpfung des Käfers thematisiert, unter anderem auch, weil man ja oft zu den entsprechenden Bäumen gar nicht hinkommt und als kleiner Waldbesitzer die entsprechende Technik nicht hat, um da großartig was zu tun, da einfach die Regierung, unter anderem auch Baden-Württembergs, mit Sicherheit, ne, da sind wir nicht besser als andere Bundesländer, ziemlich versagen in der Hinsicht, infrastrukturtechnisch und durch die riesigen Sparmaßnahmen im Forstbereich, das ist ohnehin, das war einer der größten Fehler, die Waldpolitik Deutschlands in den letzten, sage ich mal, 40 Jahren gemacht hat. Dass man immer mehr Förster abgebaut hat und immer mehr gespart im Wald. Vielleicht war es sogar der größte Fehler. Dass man ja nicht mehr so viel Fichten pflanzen soll, das ist ja schon länger bekannt. Aber es ist schwierig, das Pflanzen von Fichten damals zu verurteilen. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Ja, das war doof. Wer in den letzten 30 Jahren noch Fichte gepflanzt hat, der ist doof. Das stimmt schon. Da bin ich manchmal auch ein bisschen zu nachsichtig mit den Waldbauern, die vor 30 Jahren noch Fichte gepflanzt haben oder von mir aus auch vor 40. Dazu gab es auch mal einen sehr zum Nachdenken anregenden Kommentar vom VT Aktuell. Ich glaube, so nennst du dich, ne? Nur, dass du dich angesprochen fühlst, bitte. Da hast du schon recht. Also ich muss mich da auch wirklich mehr drüber aufregen. Da bin ich etwas zu diplomatisch in der Hinsicht. Fichte, Monokultur, Pflanzen derzeit und auch vor 30 Jahren, das ist einfach doof. Und wer das gemacht hat und wem der Wald immer noch gehört, mit dem muss man als Person sicherlich kein Mitleid haben. Das Problem ist halt nur, wenn der Wald da eben entsprechend weg ist, dann leidet ja nicht nur der Waldbesitzer drunter, sondern auch alle anderen Leute, die den Wald da vermissen werden. Deswegen ist es natürlich auch keine Lösung, jetzt einfach zu sagen, ja gut, komplett selber schuld. Halte ich auch für schwierig. Ne? Aber ja, also die Borkenkäferbekämpfungsmaßnahmen, klar, die kann man machen, die machen auch Sinn, die sind aber dann halt eben schwierig, wenn das Personal nicht da ist. Insbesondere, wenn durch die riesigen Mengen an Fichtenholz, die gerade überall rumliegen, der Fichtenholzpreis bei, wenn du noch 15 Euro für den Festmeter bekommst, wenn du es nach China exportierst, dann kannst du noch halbwegs glücklich sein, derzeit liegt. Ja? Und vor diesen ganzen Kalamitäten waren wir noch bei fast 100, je nachdem, in welcher Region man unterwegs ist. Aber 90 hat man im Regelfall fast noch so bekommen. Ne? Ist ein Preisverfall von, sagen wir mal, 85%. Das ist heftig. Ja? Und für das Geld, für 15 Euro, die du für Exportfichte kriegst, wenn du nicht die Strukturen hast, um sie aus dem Wald zu holen, weil du es musst, weil du rechtlich dazu verpflichtet bist, als kleiner Privatwaldfuzzi hast du da keine Chance. Das mag dann deine eigene Schuld sein, weil du so dämlich warst, Fichte hinzustellen im Reinbestand. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass das eben für den Gesamtwald ein Problem darstellt und damit auch für denjenigen, der den Wald besucht und damit natürlich auch letztendlich für diejenigen, die von den Ökosystemdienstleistungen des Waldes profitieren, sprich der guten Luft, des guten Wassers, dem Bodenschutz, dem Biodiversitätsangebot, das der Wald zur Verfügung stellt, dem Erholungsnutzen des Waldes und all so einem Krempel, ne? Also alles saumäßig schwierig und da kann man sehr lange drüber diskutieren. Ein bisschen lange habe ich ja jetzt auch drüber diskutiert und werden wir natürlich auch noch weitermachen. Und ich glaube, damit langt es mir. Ich gucke nochmal auf die Uhr. Ach du Scheiße, das geht immer so lange, beziehungsweise die Zeit vergeht immer so schnell, wenn man hier im Wald hockt. Bin durch, bedanke mich fürs Zuhören. Vielleicht war für den einen oder anderen was dabei und ich hoffe, ich konnte die Fragen, die ihr so hattet, also insbesondere die Leute, deren Fragen ich jetzt kommentiert habe, ein bisschen entweder beantworten oder dazu noch ein bisschen was Sinnvolles beitragen. Vielleicht. Ne? Wenn nicht, dann tut's mir leid. Macht's gut.